Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Factorio. So, weiter geht's im Programm. Die letzte Folge haben wir damit beendet, dass wir hier, ja, das ganze Geschehen aufgebaut haben. Ja, also die Roboter sind fleißig am Fliegen, fleißig viel am Fliegen tatsächlich. Was ich jetzt gerade kurz gemacht habe, ist hier eine Stahlzahnradproduktion hingezwiebelt, damit hier auch mal Stahlzahnräder ankommen. Ja, das habe ich getan. Wir wollten übrigens auch diese Logistikwissenschaftspakete herstellen. Da hatte ich letztes Mal gesagt, die können wir ja mal gerade aus dem Boden stampfen. Und ich denke mal, da kümmern wir uns jetzt drum. Das ist gar nicht verkehrt. Was ich noch sagen wollte, es gab ein Update. Das Batterie-Icon hat sich geändert. Mehr auch nicht. Also die sehen jetzt ja ein bisschen mehr wie Batterien aus. Die anderen sahen ja eher so aus wie... auch wie Batterien. Also waren Batterien. Batterien sind Batterien. Ja, Hub erstmal da draußen. Genau. So, dann fangen wir an mit... den Paketen, würde ich sagen, dass wir diese Folge noch fertig kriegen. Das wäre ganz schön, damit wir die Roboter gedingstet kriegen, geupgradet. Weil das Problem ist, das habe ich jetzt schon beobachtet, teilweise fliegen die von hier aus, hier oben zum Stahl, holen Stahl und schaffen es gar nicht mehr bis auf dem Rückweg. Und müssen dann unterwegs anhalten und fliegen dann hier hin. So, man sieht es eigentlich ganz gut gerade hier, die Stahlkollegen, die fliegen dann dahin. Oder halt erst hier unten hin. Oder... wo auch immer, halt, ja, die kommen halt teilweise nicht bis unten hin. Und wenn die halt schneller sind, dann ist die Chance größer, dass, ja, dass das was wird. So, ich würde sagen, los geht's. Ich hatte, glaube ich, angekündigt, dass ich, rückwärts anfange zu basteln. Alter, müssen wir jetzt echt alles bauen. Muss ich immer so ein paar von nehmen. So. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Endprodukt. Reicht der Platz überhaupt? Wo hätten wir denn noch Platz? Wir hätten hier noch Platz, aber das Problem ist hier den ganzen Kram hinzubekommen. Oder wir müssten die Base mal hier unten erweitern, also quasi hier runterziehen und dann hier unten zumachen, dass wir die ganze Ecke hier nochmal zusätzlich hätten. Aber wir kriegen es vielleicht auch hier irgendwie hin. Irgendwie kriegen wir das, das muss gehen, das kriegen wir irgendwie hin. So, dann würde ich sagen, machen wir mal 6 Maschinen, das reicht. Logistik. So, wir achten jetzt auch nicht großartig auf Schönheit, einfach nur, dass das funktioniert. Ich mache auch jetzt kein großes Gehampel mit den Beladern. Das wollte ich auch noch sagen, die Belader, da gab es schöne Diskussionen in den Kommentaren, ja. Manche sind dafür, manche dagegen, viele haben gesagt, das ist auch wirtschaftlich völliger Humbug. Und da habt ihr recht, ja, also das hatte ich ja auch schon direkt zu Anfang gesagt, dass das wirtschaftlich... in keinem Verhältnis steht, ja, so ein Belader ist natürlich von den Kosten her, ja, wir sprechen hier von 150 Widerständen, 22 Eisen und noch was nicht alles, 52 Kupfer, Stahl und so weiter, im Vergleich zu einem Knickarm, der einen Bruchteil davon kostet, ja, ist natürlich logisch, kostet wesentlich mehr, aber so rein von der Optik und von der Aufmachung finde ich es nicht verkehrt, muss ich sagen. Finde ich tatsächlich ganz gut. So, wir fangen an. Wir brauchen Stahlkisten. So, wir fangen jetzt an mit Stahlkisten. Hier kommen jetzt Stahlkisten an. Genau hier kommen Stahlkisten an. Das heißt, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir Stahlkisten machen aus Stahl. Klingt logisch. Können wir eventuell... da haben wir Stahl liegen. Wir könnten das hier abzwacken, indem wir so machen. Dann hier einen Teiler reinsetzen. Ein langes Fließband. Das Ding hier drunter herziehen, bis hierhin.
So, wie lange brauchen die? 0,5 Sekunden, das dauert nicht lange. Okay. Dann machen wir so. Dann machen wir 1, 2, 3. Geh mit dem dann hier runter. So, so. Ach, warte mal, das passt ja gar nicht. Wir haben ja hier auch noch irgendwo eine Ausladung, ne? Weil sonst geht das nicht. Wir können die Ausladung aber ruhig hier machen. Es wäre gut, wenn wir die hier reinschieben könnten. Vielleicht so. Und davor noch ein Teiler. Oh, Backe. Oh, das wird schon wieder so eng, was ich hier zusammenbastel. Das. Oh, nö, ey. Das darfst du wieder keinem erzählen, was ich hier zusammenkleister. So machen wir das. Hier kommt das Endprodukt raus und geht dann dahin. Machen wir direkt Chinkis dran. Können wir noch ein paar vom Basteln. Gut, dann machen wir hier Stahlkisten. So. Und legen die da dran. Und wenn alles gut läuft, sollte das theoretisch... Mir fehlt's echt an allem. Was ist denn los heute wieder? So. Die produzieren schon. Jawohl. Brauchen wir dann Pufferspeicher? Nö, eigentlich nicht. Ne? Nee. Nee, nee. Das machen wir so. Okay. Gut, wir haben schon mal eins von vier fertig. Das einfachste. Machen wir weiter mit filternden Greifarmen, würde ich sagen, oder? Filternde Greifarme. Filternde Greifarme, filternde Greifarme, filternde Greifarme. Hier haben wir die normalen. Filternde Greifarme. Wir müssen auf jeden Fall schnelle herstellen. Und daraus dann das. Okay. Wir brauchen die Greifarme, Eisenplatten und grundlegende Schaltung. Grundlegende Schaltung kriegen wir von hier. Da haben wir Filternde und Eisenplatten haben wir auch hier irgendwo liegen. Ja. Gut, machen wir das mal hier hin. Dann haben wir das hier noch. Was fehlt mir denn? Stahl fehlt mir. Das ist das, was mich die ganze Zeit hier am Basteln hindert. Dann holen wir uns mal ein bisschen Stahl. So. Ich bin mal gespannt. Das Fließband ist zu lahm, ne? Das ist zu lahm. Das müssen wir upgraden. Können wir hier echt nur einseitig laufen? Was denn, wenn ich da zweiseitig laufe? Geht das nicht, ne? Verdammte Tat. Ich weiß, ich habe einen Upgrade-Planer, aber den vergessen wir mal gerade. So, jetzt kommen hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen zügiger die Stahlträger an. Und ich brauche hiervon was. Sehr gut. Gut, dann können wir ein paar lange Tunnel bauen. Sehr gut. So, dann brauchen wir die Eisenplatten von hier. Und wir brauchen das von hier. Können wir das so machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden das testen. Wir werden das jetzt ausprobieren. Entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. So, dann machen wir den. Machen wir auf ganz lang. So. Dann machen wir den auf. Hallo? Auf mittellang. So. Dann noch Ströme und bauen hier die Teile. Sollte er funktionieren, jawohl. Und dann können wir daraus eigentlich direkt Filternde machen, ne? Ja, können wir. Dann machen wir nämlich so und so. Und dann legen wir dieses hier hoch
Boah, ich baue mir einen zurecht. Ey, das ist irre. Nee, mache ich anders. Wir gehen hier rüber und machen das so. Und dann kann der hier, kann nämlich ganz weit ausladen. So. Dann können wir hier Filternde bauen. Und dann kann der hier so und so und so. Das sollte doch eigentlich funktionieren, oder? Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. So, warte mal. Irgendwas fehlte mir doch gerade noch. Ach so, davor wollte ich ein bisschen was holen hier. So. Passt. Gut, dann haben wir Numero 2 auch fertig. Numero 2. Die Filternden. Aber es geht tatsächlich schneller, als ich dachte. So. Filternde Kniggis sind auch fertig. Tada! 2 von 4, sehr schön. So, was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir die Expressfließbänder. Die können wir am besten. Oh Gott, wer hat sich hier so eingebaut? Ey, wer war das? Scheiße. Wir kriechen hier. Warte mal, wir können doch schon. Können wir nicht schon? Doch hier sind die Subterrane Trains. Jetzt ist gerade die Frage: Brauchen wir dafür Untergrundfließbänder, wenn wir das langziehen? Oder Fließbänder, Untergrundrohre oder normale Rohre? Ich tippe mal auf normale Rohre. Deswegen nehmen wir mal normale Rohre mit. Würde ich jetzt einfach mal, weil unterirdisch macht keinen Sinn. Pipes can travel up to, but charge the player pipes based on the distance. Also die Spielerrohre. Ja, da steht einfach nur Player Pipes. Ja, kann jetzt alles sein, ne? Das sind genauso Pipes, Eisenrohr, Eisenrohr. Okay. 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 Wir machen das folgendermaßen. Wir ziehen uns das hier weiter, beziehungsweise nur bis hierhin, weil da greifen wir uns nämlich die Teile ab. So, dann haben wir das hier. Dann legen wir ein Fließband, welches uns die Fließbänder da hochbuxiert. So. Oh, nee, 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 nee. Ach, Kacke. Ach, Manno. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Ach, shit. Okay. Ist kein Ding. Wir gehen einfach eins weiter. So, legen das hier hoch. Bis hier. Machen hier eine Untergrundpipe rein. So. Dann legen wir das von hier nach da. So. Zack. Und dann haben wir die beiden Sachen, die wir brauchen, hier liegen. Müssen jetzt nur noch gucken, dass wir am besten das Rohr hier, Rohr, die Leitung hier verstecken. Zack. So, und dann können wir an dieser Stelle nämlich. Erstmal brauche ich wieder ein paar von denen hier. Und dann müssen wir gucken. Wir hatten, glaube ich, letztes Mal schon Schmiermittel hatten wir hergestellt, richtig? Ich glaube ja. So, ich will mal kurz gucken.
Hier sind schon 75 drin, da lagern 50, da auch ein paar, hiervon haben wir ein paar, davon haben wir ein paar. Also es wird so langsam kommt das hier in Fahrt. Okay, ne, warte mal, Schmiermittel war hier oben, da hatten wir Schmiermittel. Das haben wir schon hier liegen. Okay, wenn ich das jetzt nach ganz rüber ziehe mit den langen Pipes. Bis hierhin. Dann hat uns das jetzt gekostet. Normale Pipes, richtig? Richtig. Glaube ja. Dann ziehen wir es hoch. Okay, das ist sehr nice. Das gefällt mir. Oh ja. Da können wir so viele... Wir machen es mal bis hier. Da können wir so viele Ecken upgraden hinterher. So, dann würde ich sagen, zwei reichen definitiv. Mehr geht da eh nicht. So. Ja. Nicht schön, aber selten, ne? Oh, wir werden hier so viel umbauen müssen. Das ist unglaublich. So. Okay. Machen wir hier die aus. Können wir das eigentlich abreißen, ohne dass die ganze Base abkackt hier? Ja. Sieht ganz gut aus. So, dann würde ich sagen, die beiden packen das aber in einen Puffer rein, weil... Warte mal, haben wir eine Anbieterkiste? Da ist eine Anbieterkiste. Weil... So, damit wir da immer was da haben. So. Sollte funktionieren. Wenn wir jetzt Ströme haben, geht's ab. Also, wir brauchen natürlich Unmengen an Zahnrädern. Die sind schon echt lahm, ne? Dadurch, dass sie so viele Zahnräder brauchen, macht es vielleicht Sinn, hier tatsächlich einen Belader hinzumachen, oder? Wobei hier eh nicht mehr Zahnräder ankommen, weil der hier schon alles vom Band fischt und dann kommt hier kein Eisen an. Irre. Jetzt einfach mal das Eisenband zu lahm. Gut, da kommt jetzt auch ein bisschen mehr. Sehr schön. Gut, mehr wie das geht eh nicht. Selbst wenn ich da Belader hin mache. Wir lassen es einfach mal so laufen. Wir brauchen ja von den Wissenschaftspaketen sowieso nicht so die Unmengen. Dass wir jetzt unbedingt auf, keine Ahnung, auf Biegen und Brechen da, weiß ich nicht, so viel wie es geht bräuchten. Wir lassen es mal so. Gut, ein paar Fließbänder kommen, sehr schön. 3 von 4, wunderbar. Jetzt fehlen nur noch die Flugrobotergestelle und die werden, glaube ich, am beschissensten. Wobei wir alles haben, ja. Es ist nichts dabei, was wir nicht haben. Wir haben Stahl liegen, wir haben Batterien liegen, Elektromotoren haben wir liegen und grundlegende Schaltung auch. Ja, müssen wir nur alles irgendwie hier hochbuxieren. Und das wird, denke ich mal, das größte Problem werden. Aber auch das bekommen wir irgendwie hin. So, erstmal hier ein paar Fließbänder loswerden. Wahnsinn. Wahnsinn. Da kann man die Base kann ich abreißen. Ich kann neu bauen. Ich kann umziehen. Ich baue hier oben, fange ich eine neue Base an. Wahnsinn. Wer soll denn da noch klarkommen mit? Irre. Okay, Freunde, ich würde sagen, das wäre es gewesen mit dieser Folge. In der nächsten Folge gucken wir dann, dass wir die Flugrobotergestelle automatisiert bekommen hier oben und damit dann letzten Endes auch die Forschung anwerfen können. Dass wir hier mal ein bisschen vorankommen, dass die Robis ein bisschen schneller werden, dass wir mehr Logistik machen können, dass wir einfach mehr von allem bekommen. Und was wir auf jeden Fall mehr bekommen sollten, sind diese Zahnräder hier. Das
Vielleicht wäre da eine externe Fabrik gar nicht mal so verkehrt irgendwo. Dass wir hier einfach. Ja, einfach ein bisschen mehr kriegen, ne? Weil. Oder wir gucken. Ne, das kriegen wir auch nicht hin. Dafür ist es zu eng. Hier hat einer zu eng gebaut. Kriegen wir nicht hin. Gut, Freunde, ich würde sagen, das wäre es gewesen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut, haut rein und tschüss.